So, also mittlerweile habe ich jetzt die Mücke getötet und ein bisschen was umgebaut haben wir jetzt auch schon. Jetzt hauen wir uns noch kurz einen Burger rein. So. Ja, der Hühnerstall muss dann noch weg. Und hier muss ich noch Fichte lang ziehen, damit es hier einheitlich ist. Aber mein Problem ist gerade, ich finde keine Fichte mehr. Moment, ich habe doch drüben gerade weggedroschen. Nicht, dass mir jetzt da hinten dann wieder ein Fichtenurwald wächst. Das könnte ich nämlich jetzt gar nicht brauchen. Einzelne Fichten, ja, aber nicht wieder so ein Urwald. Okay, jetzt keine reinge. Dachte ich mir doch, aber hier muss irgendwo noch was sein. Oh, das löst sich nicht auf wegen dem roten Baum, das kann natürlich auch sein. Den dreschen wir mal kurz weg. Das geht ja schnell. Ja, dann sollte sich dieser Baum hier auch auflösen. Der ist bestimmt auch noch irgendwo im Baum drinnen. Da ist er doch. Genauso wie ich es mir gedacht habe. Wieder ein fieser Baum. So. Hier geht's rein. Bis wir das wieder alles so entsprechend hergerichtet haben, wie es mir mal, wie ich das haben will hier. Da wird noch ein bisschen Zeit vergehen her. Kurz knacken gehen. Und dann trinke ich mal einen Schluck. Habe ich auch kein Cola mehr. Und das bisschen Fichte, was ich habe, das wird hinten und vorne nicht reichen für mein Vorhaben. Das ist sowieso mal falsch.
Es auf zumindest das ist das falsche Holz, es ist Eiche. Und ich wollte doch Fichte. Und ich brauche Fichte. Fichte, nicht Eiche. Und damit wir das hier nicht hier sinnlos mit uns rumschleppen, haben wir mal den Kram hier wieder da rein. Und begeben uns erneut auf die Suche nach Fichte. Und ich weiß, dass ich welche habe. Ich weiß auch, dass ich eigentlich relativ viel haben müsste. Mein Problem ist immer nur, ich finde beim Saufstall nichts. Es ist nur eine und die bleibt drinnen. Oder ich mache mal demnächst solch eine einen Schlüssel, damit ich zwar mal alles raus tun kann, aber damit immer so es aussieht, als ob eins drinnen ist, damit ich das Fach nicht versehentlich komplett leer mache. So, jetzt schauen wir noch mal, was ist das hier? Eichenholz. Ich brauche nicht Eiche, ich brauche Fichte. Wo ist Le Fichte? Irgendwo muss doch das verfluchte Fichtenholz sein. Das gibt's doch gar nicht. Finde ich auch nicht mehr die Fichtenholz-Saplings. Das ist Birke. Wo ist die Fichte? Das ist der dumme Gewürzbaum. Den Knochen nehme ich mal mit. Machen wir Knochenstaub draus. Fichten-Saplings, das sind jetzt nicht die Welt. So, einen lassen wir wieder drinnen. Noch runter will ich hier. Komisch. Komisch, komisch. Ich warte mal, ich hätte so viele Fichten. Da weiß das meiste, was ich habe, Eiche. Das war ja eine super Idee. Nee, du wächst mir nicht neben diesem Eichenholz. Da krieg ich dich sonst wieder überhaupt nicht weggeregelt.
Hier ist Luft. Und hier? Ja, das steht hier oben auch nur und wächst nicht. Das ist für die komische Spalte. In dieses Loch würde sich gut eine Fichte machen. Und hier auch. Vielleicht noch hier. Und da. Damit hätten wir jetzt mal alle Fichten, die wir so haben, verbaut. Die Eiche nehmen wir uns hier mal kurz mit. Die stehen mir nämlich hier zu nah beieinander. Hi, Fluttershy. So. Was ist denn das hier für ein komischer Kummerbaum? Ja, kommt einfach mal mit. Somit hat man das hier auch erledigt. Jetzt wird man die Gegend hier redesignen. Boah, keine Ahnung, was geht denn alles? Nix. Um die Zeit, wie immer. Was haben wir denn hier für einen Baum? Eiche, aber die brauche ich jetzt gar nicht. Aber die muss die nächste Zeit auch mal weg. Aber ich brauche trotzdem Fichte und nicht Eiche. Also wenn wir doch einfach mal hinten in unseren kleinen... Na, das gefällt mir nicht, dass ihr hier gleich drei wachsen wollt. Und die roten hier auch nicht. Ist noch irgendwas da hingefallen? Nein, okay. Dann gehen wir mal zu unserer kleinen Düngermaschine. Und dass jetzt hier wieder einer drin steht. Finde ich auch nicht gut. So, kleine Düngermaschine. Und dann nehmen wir uns einfach mal so ein Stack Dünger mit. Das passt. Die arbeitet. So, das kann ich hier mal runterrieseln alles. Ja, der Gewürzbaum, der bleibt da erstmal. Glück gehabt. Aber da muss es noch ein bisschen wachsen, damit er groß und stark wird. Und bis dahin werden wir einfach mal hier mal ein paar Fichten hochziehen. Komischer Baum. Du nicht, du. So, jetzt wird es gerade finster, dann radeln wir mal schnell heim und hauen uns für eine Stunde aufs Ohr. Da haben wir noch schnell Dünger hin, weil der Baum hier sich gerade so anbietet.
brauche ich später noch. Das ist genau das passiert, was ich nicht wollte, verdammt. So, dann schauen wir mal. Aber ich brauche dickes Eichenholz, nicht diese dünnen Heringe hier. Na, vielleicht werden sie ja noch groß und stark, wenn ich jetzt einfach erstmal ein bisschen gedüngt habe. Bis auf der hier, der wird nichts mehr, glaube ich. Ja, von vornherein schon verloren, so wie der aussieht. Irgendeiner war auch da noch Käse. Den müssen wir auch mal kurz wegrupfen. Der hat es auch nicht mehr. Der bringt es auch nicht. Komisch, gestern wollte er nicht wachsen, jetzt ist er schon sehr hoch geworden. So, da unten haben wir noch was reingepflanzt, was auch noch groß und stark werden muss. Vielleicht klappt es ja. Da habe ich schon mal ein paar neue Bäume. Mal schauen müssen, wie gut die wachsen werden. Dich brauche ich jetzt gerade gar nicht. Dann oh, schön. Da habe ich vorher nicht aufgepasst, wie es aussieht. Einer darf stehen bleiben, der Rest muss weg. Die kann man gar nicht düngen, dass sie größer werden. Okay. Dann schauen wir mal dich noch. Ich glaube, mehr Bäume hatte ich jetzt nicht mehr gepflanzt hier. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Wow.